Also zunächst einmal glaube ich, egal welche der Bereiche Sie jetzt genannt haben, ja, wenn Sie die Banken unter Kontrolle bringen, dann bringen Sie alle anderen auch unter Kontrolle, weil alle anderen hängen von Krediten und Finanzierungen durch die Banken ab, egal ob es die Pharmaindustrie, die Militärindustrie oder welche auch immer ist, die Agrarindustrie, die Energiebranche, jeder Sektor hängt an der Finanzierung seiner Pläne und Projekte. Das heißt, jeder Sektor hängt von den Banken ab. Daher brauche ich mich mit den anderen gar nicht auseinandersetzen, jetzt im Detail, weil Ihre Frage war ja auf die globale Sicht gerichtet. Und da glaube ich, weil Ihre Frage war, inwieweit denken Sie, dass es möglich ist? Also ich denke, dass es möglich ist, erstens. Zweitens, ich denke, dass es auch in kurzer Zeit möglich ist oder möglich sein muss, wobei ich natürlich jetzt Zeit per Definition natürlich in irgendeiner Form eingrenzen muss. Also es sollte ein Zeitraum sein, den eine Generation erleben kann, dann wäre es schnell. Mhm. Weil wenn wir uns die Situation der ehemaligen Sowjetbürger heute anschauen, zwei, drei Generationen, oder nein, eigentlich zwei Generationen, man könnte fast sagen eine, nach der Auflösung der Sowjetunion, dann können wir durchaus sagen, wenn man es nicht wirklich weiß und nicht darauf vorbereitet ist, weil die waren offenbar nicht darauf vorbereitet, dann dauert es länger. Aber ich kann als Beispiel hernehmen die Earth Hour. Die Earth Hour hat vor 7 Jahren in Sydney begonnen, als es darum gegangen ist, ich glaube, das ist Mitte April, es ist kurz nach Ostern, ja, einmal in der Nacht für eine Stunde das Licht abzudrehen in den Haushalten. Mittlerweile hat das auch bei uns schon jeder mitbekommen. Wir haben nach 7 Jahren 152 Nationen und über 8000 Städte, die an der Earth Hour mitmachen. Selbstverständlich macht vielleicht nicht jeder mit, aber das Kollektivbewusstsein und dieses Schwarmverhalten und dieser Schwarmgeist, der lässt sich von einer guten Idee, ja, die für das Gesamte eintritt, weil da hat niemand einen Schaden, wenn er für eine Stunde das Licht abdreht, aber es hat jeder einen Gewinn. Und der erste Gewinn ist einfach das Gefühl der Befriedigung zu haben, sagen wir mal so, Mutter Erde geholfen zu haben. Also wenn wir es jetzt einmal so formulieren, ja, sofern man voraussetzt, dass die Erde eine Art Superorganismus ist, das weiß ich ja jetzt nicht. Ja? Aber wenn ich es so sehen würde, dann wäre es ein Beispiel, wie man etwas auch in wenigen Jahren weltweit penetrieren kann, wenn es eine gute Idee ist. Und deswegen glaube ich, dass man eine gute Idee, die eine konkrete Alternative zu dem vorhandenen Finanzsystem darstellt und zu dem Geldmonopol, dann kann sich die in wenigen Jahren verbreiten. Und wenn es stimmt, dass die Banken und die Zentralbanken und die Bankenlobby und der ganze Club ehrliche Leute sind, die auch demokratisch ausgerichtet sind und die auch einen Frieden wollen, dann soll die Bank einfach fairerweise, sollten wir das schaffen, in ein paar Jahren weltweit ein neues Geldsystem zu errichten, dann sollten die anerkennen, dass sie im Wettbewerb, und das ist der freie Wettbewerb, und so hat es auch ein Österreicher mal gesagt, der Hayek, der 73 den Nobelpreis erhalten hat, war ja auch der Ansicht, dass das Geld, die Herstellung von Geld privatisiert werden sollte. Ja? Also auch dort sollte Wettbewerb entstehen und keine Monopolvorstellung vorherrschen. Deswegen glaube ich, dass das möglich ist. Weil wenn wir alle daran glauben, und auch keine Angst haben müssen, dass wir deswegen niedergemetzelt werden, verfolgt werden, eingesperrt werden oder sonst irgendwas, dann ist es durchaus möglich, das in wenigen Jahren zu machen. Wir brauchen nur eine gute Idee. Also ich würde es nicht auf die Hypo Alpe Adria beschränken. Es geht wiederum ums Wesentliche. Und das Wesentliche ist in dem Fall immer das gesamte Geldmonopol, das System an sich, an dem ja, es ist ja interessant, weil es gibt ja unterschiedliche Theorien, die dieses ganze Geldmonopol am Leben halten. Nicht? Das ist die Finanzierungstheorie, die Geldmengentheorie, die Kapitalmarkttheorie und die Investitionstheorie. Ja? Und diese vier Theorien sind quasi die Säulen für eine Wissenschaft, die ja völlig ausgewuchert ist. Ja? Und die zu nichts geführt hat. Warum? Weil sowohl die Zentralbanken nicht in der Lage waren, in den letzten 30 Jahren, ja, die letzten 100, 120 Krisen vorauszusehen, zu verhindern und im Nachhinein dann allfällige Schäden zu verhindern. Ein IWF hat sich auch nicht herausgestellt als Prophet, der voraussehen kann, was alles passiert. Also frage ich mich, warum diese Wissenschaft überhaupt so ausgewuchert hat. Ja? Das heißt, wir stehen vielleicht irgendwann einmal an dem Punkt, dass wir, so wie wir vor
100 Jahren oder vor 200 Jahren uns die Frage, oder vor 300 Jahren uns die Frage gestellt haben, ob die Auswucherung der Inquisition nicht eine völlig krankhafte, geisteskranke Wissenschaft ist. Weil die Inquisition war sowohl in ihrer Vorgangsweise als auch in ihrer Verbreitung, in ihrer Art der Verbreitung und Verfolgung geisteskrank und sie war kriminell. Ja? Aber damals war es gestattet und es wurde geduldet und es wurde gebilligt. Dann stelle ich mir die Frage, wie wäre es, wenn man, so wie man heute nicht als Privatperson radioaktives Material in Umlauf bringen kann oder Plutonium oder mit Plutonium handelt oder mit ähnlichen Dingen, wie wäre es, wenn man in Zukunft das so gesetzlich verbietet, dass man gar kein Geld mehr drucken darf, dass man kein Geld mehr in Verkehr bringen darf, in welcher Form auch, also diese Art von Papiergeld, ja, wie wir es bis jetzt kennen. Ja, na, wie wäre es, wenn man das gesetzlich verbietet? Die nächste Frage wäre, es gibt unzählige wissenschaftliche Studien, egal ob es der Dr. Menzinger war in St. Gallen auf der Universität oder ob es andere Verhaltensstudien und Forschungen waren, die in der Neurowissenschaft stattgefunden haben, wo man beispielsweise festgestellt hat, dass immer dann, wenn spekulatives Verhalten oder wenn profitorientiertes und gieriges Verhalten angewendet wird, in bestimmten Hirnregionen Aktivitäten ausgelöst werden, die den Schluss, und das ist wissenschaftlich schon in mehreren Gutachten erwiesen, die den Schluss zulassen, dass Gier eine krankhafte Hirnstörung darstellt. Na, wenn ich das in Zukunft per Gesetz so sicherstellen kann, dass ich sagen kann, na, jemand, der eine krankhafte Hirnstörung hat, darf genauso wie ein Alkoholisierter nicht mehr ein Auto lenken und er darf auch keine Bank mehr lenken und keine Bankgeschäfte oder sonst irgendetwas machen, ja? Weil man einfach das Verhalten an sich, das Gier, diesen Trieb, ja, per Gesetz zwar nicht verbietet, aber man ahndet ihn ganz einfach so, dass jeder, der in Zukunft gierig sich verhält, keine Möglichkeit hat, mit irgendwelchen Geldgeschäften etwas zu tun zu haben. Weil dann sind wir ja beim nächsten Punkt, hat dann das Zinssystem überhaupt noch einen Sinn? Ja? Das nächste ist, Sie können in Zukunft hergehen und sagen, Finanzkapitalismus wird in 200 Jahren so gesehen wie Pädophilie heute. Also als etwas Krankhaftes. Das wäre nur über die Wissenschaft möglich, über die Medizin und über die Bürgerinteressen, ob sie in diese Richtung eine Gesetzgebung haben wollen oder nicht. Weil wenn die Bürger die Gesetzgebung haben wollen, wie sie ein Thomas Jefferson beispielsweise haben wollte, der gesagt hat, man müsste jeder Regierung verbieten, in Zukunft Schulden einzugehen und Kredite bei Banken aufzunehmen, dann hätten wir alle diese Probleme nicht. Also wenn man das gesetzlich vorbereitet, über die Mehrheit, so wie es in einer Demokratie, Vox Populi, Vox Dei, die Stimme des Volkes ist die Stimme Gottes, ja? So wie es in einer demokratischen Mehrheit funktioniert und die Leute wollen das, dann kann man das innerhalb von wenigen Jahren abstellen. Das geht. Ich habe viele Freunde, das waren ehemalige Industrielle, die haben große Ländereien oder Grundstücke. Wenn ich jetzt nur einen hernehme in Italien, mit dem ich regelmäßig in Kontakt bin, der auch unsere Brücke zu einer großen italienischen Partei ist, weil wir wollen das ja europaweit machen. Die anderen Länder will ich jetzt nicht nennen. Aber das ist ein ehemaliger Industrieller, ja? Sehr wohlhabend, der will das auch. Also das ist nicht so, dass es nur eine Gruppe von irgendwelchen schrägen Vögeln ist, die irgendwo alternativ irgendwelche Cracks rauchen oder sonst irgendetwas. Das ist keine Randgruppe mehr, das sind keine Exoten mehr, sondern diese Leute sind deswegen auch in allen Schichten betroffen, weil dieser Erschöpfungszustand, diese innere Sättigung, diese Grenze, die überschritten worden ist, das einfach nicht mehr wissen, wie man die nächsten Jahre in Ruhe, in Frieden und in Zukunft sich vorbereiten kann auf ein Leben, wo man ständig das Gefühl hat, kämpfen zu müssen um die Existenz, weil wir sind viel zu reich, als dass wir kämpfen müssten um unsere Existenz. Ja? Das Problem ist nur, dass man in Zukunft halt auch einen Generaldirektor einer Bank oder einen Aufsichtsrat oder einen Politiker nicht nur in Krankenhäuser, in Altersheime oder in öffentliche Einrichtungen schicken wird, wo er regelmäßig seine Pflicht tut. Das sollte jeder tun, seinen Pflichtbeitrag. Dann kann er seine Kür machen, irgendwo in irgendeinem Verhandlungssaal oder in irgendeinem Parlament und seine Reden schwingen. Aber er wird keine Möglichkeit mehr haben, Gesetze zu verkaufen für Geld. Er wird keine Möglichkeit mehr haben, Kuverts entgegenzunehmen. Er wird keine Möglichkeit mehr haben, zu entscheiden, wer jetzt begünstigt wird oder wer nicht begünstigt wird. Ob die Raiffeisenbesitzer jetzt Besitzer bleiben oder ob es doch vielleicht das österreichische Volk jetzt noch kriegt. Diese Möglichkeiten hat er dann nicht mehr. Und wenn man diese
diese Riegel vorschiebt und diesen Leuten den Möglichkeitsraum immer mehr einengt, so wie sie unseren eingeengt haben, weil unser Planungszeitraum, unser Planungshorizont wird immer kürzer. Wir wissen nicht mehr, wann der Crash jetzt wirklich kommt. Gesagt hat der Herr Mario Draghi, hat ja angekündigt, dass er kommt, aber wir wissen es nicht. Ja? Also unser Planungshorizont wird immer kürzer und wir spüren diese innere Nervosität und die sollten wir schließlich auch beseitigen.